Herzlichen Dank. Damit kommen wir zur nächsten Fraktion. Die AfD-Fraktion hat jetzt 8 Minuten. Der Abgeordnete Ehrhorn, bitte. Ja, vielen Dank für das Wort. Meine Damen und Herren, ich habe in meinem Leben sehr viele schwule und lesbische Menschen kennengelernt. Mit vielen von ihnen hatte ich sehr bereichernde Gespräche und einige habe ich sogar zu meinem Freundeskreis gezählt. Ich habe lange Zeit die Einschätzung vertreten, dass schwule und lesbische Menschen aus meiner Sicht zu den angenehmsten Randgruppen unserer Gesellschaft gehören. Diese Einschätzung stammt allerdings aus einer Zeit, in der der Diskurs in einer angemessenen Relation zur Größe dieser Minderheit gestanden hat. Nun haben sich diese Verhältnisse ein wenig geändert. Inzwischen ist erkennbar, dass das Raum greift, was die Frankfurter Schule eigentlich einmal beabsichtigte, nachdem man erkannt hat, dass der sozialistische Klassenkampf mit der Arbeiterklasse nicht zu machen ist und man dann folgerichtig darauf gekommen ist, man müsste das Minderheitenprinzip verfolgen, also in diesen Klassenkampf Minderheiten einbeziehen, denen man einreden konnte, dass ihre Rechte in dieser Gesellschaft nicht ausreichend wahrgenommen werden können. Und deswegen haben wir jetzt die vorliegende Situation, dass wir der Mehrheitsgesellschaft, die immerhin aus 96% der Menschen gehört, ständig und an jedem Tag zumuten, dass wir uns mit den Problemen und Befindlichkeiten dieser kleinen Minderheit befassen müssen. Und deswegen stelle ich die Frage an Herrn Dr. Spemann. Halten Sie es vielleicht für möglich, dass diese fast zwanghafte Auseinandersetzung mit den Befindlichkeiten und Problemen dieser Minderheiten nicht vielleicht gerade geeignet ist, in der Gesellschaft eine ablehnende Haltung gegen diese Minderheit zu generieren, weil die Gesellschaft es möglicherweise leid ist, sich ständig damit zu befassen? Das wäre meine erste Frage an Herrn Dr. Spemann. Herr Dr. Spemann. Ja, ich sehe daran in der Tat eine. Hört man mich? Ja. Ich sehe in der Tat eine gewisse Gefahr. Ich denke, man muss differenziert die Sache ansehen. Ich bin ja nun 30 Jahre im Geschäft und habe von morgens bis abends mit Minderheiten zu tun. Auch der Kampf für psychisch Kranke, für gerade wenn wir sehen, was da an Aufklärungsarbeit alles in den letzten Jahren gelaufen ist. Ich denke, man muss unterscheiden zwischen wirklicher Förderung der Transparenz einzelner Gruppen, für Verständnis werben, das eine, und einer ideologischen Struktur, bei der es darum geht, sozusagen den heterosexuellen Mainstream zu kippen und einen völlig relativistischen Begriff von Sexualität zu extrahieren, der sozusagen jenseits ist vom heterosexuellen Mainstream und das auch in die Sexualpädagogik einzuführen. Das hat etwas Umerzieherisches und ich glaube, dass das auf die Dauer tatsächlich auch Ressentiments weckt. Ich denke überhaupt, dass wir momentan mit einer Art Opfergruppenkonkurrenz zu tun haben in Deutschland und dass es wichtig ist, diese gesamte Situation zu entspannen, weil sonst wird das Ganze uferlos. Und ich denke, es geht doch letztlich um Mitgefühl, Menschlichkeit. Und nur wenn wir auf diese Werte setzen, dann können wir den Leuten auch ihre privaten Meinungen und Gedanken lassen. Es kann nicht darum gehen, historische und strukturelle Einstellungen einfach mit der Brechstange ändern zu wollen, Gedanken ändern zu wollen oder Gefühle, wenn jemand sieht, dass er ein befremdliches Gefühl hat, wenn jemand, dass sich zwei Männer küssen. Das ist Privatsache. Es geht hier um eine Entkrampfung und über Menschlichkeit und Mitgefühl gegenüber jedem Menschen, wenn man das verankert, auch spirituell verankert bei der jungen Generation, dann hat man eigentlich alle Menschen abgedeckt. Ne? Und also ich denke, es sollte mehr in diese Richtung gehen. Ne? Und heute ist so ein bisschen die Tendenz, wenn jemand mit 3 Gliedmaßen statt mit 4 geboren wird, dass man sagt, also nicht Menschlichkeit und Mitgefühl und Solidarität ist gefragt, sondern alle Menschen, alle Schüler müssen lernen,
dass eben es kein nicht normal ist, mit 4 Gliedmaßen zu werden, sondern dass das etwas Relatives ist. Und erst wenn man da umdenkt, dann fühlt sich der mit den 3 Gliedmaßen wirklich gesellschaftlich wohl. Das ist die Philosophie, die dahinter steckt. Und das hat etwas Utopisches und kann deshalb nicht gut gehen und kann letztlich auch diesen Minderheiten nicht dienen. Da bin ich auch, so sehe ich das auch. Ja, vielen Dank. Dann